Spieltagen beziehungsweise dem ersten Spieltag überhaupt. Und das hier ist ja das große dritte Match beziehungsweise Matchtag am ersten Spieltag zwischen Isuba und Oops. Wir sind hier auch schon mittendrin, da das sehr viel früher angefangen hat, als wir dachten. Und auf Seiten von Isuba haben wir hier Doppelmaus 113, WZ 111, 5A, Amix 50B, E3 und Badgett als Verteidiger. Ja, das ist eine ziemliche Standardverteidigung. Und auf Seiten von Oops haben wir hier Doppelmaus 113, Amix 50B, Amix 50B, E3, Badgett. Also sehr interessant, da sie beide fast das gleiche Kaliber hier mit ins Feld führen. Und das sowohl als Verteidiger als auch als Angreifer. Und das sehen wir hier nicht alle Tage. Dementsprechend kann Oops hier ganz gut gegenhalten, egal was passiert. Haben auf jeden Fall jede Menge Hitpoints, haben auf jeden Fall jede Menge Feuerpower durch die Amix 50B. Und Insane, Kerolf, Milos, Creator, Dächer und Raging Potato können hier ganz gut alles wegräumen, was Camel Eater aufmacht. Im Moment sind hier die ersten Schüsse schon verteilt worden, aber viel war bisher noch nicht zu sehen. Und ich bin sehr gespannt, wer hier als Gewinner vom Platz gehen wird. 8 Minuten Zeit haben beide Mannschaften noch. Ich bin sehr gespannt. Wir uns doppelt, das wollen wir nicht. Sorry dafür. So. Wow, das ging ein bisschen schneller, als ich dachte. Deswegen sind wir jetzt schon mitten im Match. Aber gut, wir haben nichts verpasst. Bisher noch keinen einzigen ordentlichen Treffer hier und keinen einzigen Verlust auf Seiten beider Teams. Isuba hier sieht im Moment nicht allzu gut aus. Haben die ersten Matches krass verloren. Und sind im Moment, ja, mit auf dem letzten Platz. Oops dagegen steht sehr, sehr gut da, haben ganz gut ausgeteilt. Und wenn sie das hier gewinnen, dürften sie mit ganz, ganz oben stehen. Und hier haben wir einen Blick auf die E-Super-Jungs, wie sie sich hier komplett angekämmt haben. Auf der 1, 2, 3. Sie versuchen auf jeden Fall nichts ungeschehen zu lassen. Unten im Süden ist ziemlich viel. Normalerweise sehen wir da höchstens einen Panzer. Der Rest wird dann verlegt. Aber hier, ja, verlässt man sich komplett drauf, dass wir unten im Süden ziemlich dicht stehen. Ihr seht schon die erste Änderung. Das hatten wir letztens angesprochen. Info Gold in Victory. Wir haben hier eine komplette neue Spielmechanik. Wir haben mehr Zehner auf den Schlachtfeldern. Wir haben hier wirklich keinen einzigen Achter mehr, keine Neuner mehr. Wir haben nur noch Zehner. Komplett. Von oben bis unten. Das ist das erste Mal in der Geschichte. Und ich bin sehr gespannt, wie die Teams das ausbauen werden. So, und an den Chat. Wir sind hier im Delay. Ja, es kann also sein, dass ihr da draußen schon die ersten Sachen bekommen habt, wie das Match ausgegangen ist. Bitte, bitte, ne? Nicht spoilern. So, wir haben hier bisher nur zärtliches Abtasten von Seiten von Oops. Oops hat bisher nur rausfinden wollen, wo steht Isuba, wo können wir hier zugreifen. Sie haben die beiden 50B sehr weit tief in ihrem eigenen Laden und oben der E3 versucht sich nun. Oh, Camel Eater steht hier jetzt gleich in größter Gefahr. Camel Eater ist nämlich komplett alleine und dort geht Isuba auch ran. Aber ich glaube, genau das will auch Oops. Und Camel Eater muss sich da nun gleich rausziehen. Ja, hier sehen wir es. Camel Eater steht hier direkt dem Ugi gegenüber und Ugi, ja, holt sich hier ein Stückchen nach dem anderen vom lieben Camel Eater. Camel Eater muss sich zurückziehen, hat keinerlei Support. Und das kann aber auch helfen, um hier ein bisschen Isuba aus ihrer Verteidigung zu locken. Dafür wurden jetzt aber gerade ganz schön viele Hitpoints hier weggeschmissen auf Seiten von Oops. Oops hat nur noch eine Badgett mit 294 Hitpoints und auf Seiten von Isuba haben wir noch 711 auf der Badgett. Also es lief jetzt nicht ganz so gut für Oops und Oops muss sich jetzt hier komplett neu orientieren. Mal gucken, was sie machen. Also hier haben wir Raging Potato, der mit seinem E3 mittlerweile über den Hügel gecrossed ist, kann jetzt hier ein bisschen mit HE arbeiten vielleicht. Sollte er es tun. Er versucht jetzt gerade hier die Schüsse zu blocken, die aus der Basis kommen. Von Isuba hat es auch geschafft. Hat im Moment auch nicht allzu viel Schaden kassiert. Kann jetzt wieder schießen. Trifft hier mit HE. Und das Ganze mit 191 Schaden ist jetzt nicht die Welt, aber es nervt, ne? Und mittlerweile steht Oops auf der ganzen 7er-8er Linie. Ziehen sich jetzt komplett nach Norden. Insane und Kerolf stehen allerdings noch hinten, um eventuell Punkt 1 anzugreifen. Punkt 2 ist jetzt aber hier erstmal deftig unter, ja, Bedrängnis von Oops. Und Oops zieht jetzt hier Milos hier nach.
Creators davor. Raging Potato hat gerade eben einen richtig dicken Hit kassiert von Combat und das ist nicht sonderlich gut. Eine HE-Granate und Raging Potato verlässt das Schlachtfeld. Er weiß es natürlich auch. Ups, zieht sich hier oben zurück. Der E3 kann im Moment nicht mehr helfen. Damit haben sie hier auf jeden Fall eine Kanone weniger auf dieser Seite. Das ist sehr, sehr ungünstig. Aber mittlerweile sind alle anderen Panzer hier angekommen. Gehen jetzt hier auch den Cap. Decker und Milo stehen bereits drin. Amix 50 B113 und versuchen jetzt hier Izupa rauszukriegen. Wenn Izupa hier, sie müssen Counter pushen, dann haben wir eventuell wieder eine Chance mit Creator und Camel Eater, dass die hier nochmal zuschlagen. Insane und Nyrolf werden da unten erstmal Andrew unter Beschuss nehmen. Andrew steht hier mitten im Kreuzfeuer, weiß es doch gar nicht. Ach, Kerolf ist es. Kerolf mit seiner Maus steht hier wie eine 1 und hat erstmal das ganze Magazin vom Amex 50B von Andrew hier kassiert. Insane ist mittlerweile da. Sie haben natürlich mitgezählt. Sie wissen, dass der Amex 50B im Reload ist. Froli kommt jetzt hier ran und versucht jetzt hier ein bisschen zu pushen und den Cap zu unterbrechen. Muss sich jetzt aber zurückziehen, denn Milosch und Decker können hier natürlich ordentlich in die Maus hineinhalten, aber so wirklich viele Schüsse kommen da nicht an. Trotzdem ist von Froli nicht mehr allzu viel übrig. Tomasek fährt jetzt außen rum zusammen mit dem guten Lukin oder Djukic. Welcher ist es? Djukic. Und jetzt heißt es hier einmal komplett rumfahren und eventuell noch den ein oder anderen Ups Menschen hier rauszunehmen. Aber es sieht nicht gut aus. Sie haben es auf jeden Fall gesehen. Ups wusste, dass sie kommen. Konnten hier dem Tomasek direkt einen mitgeben. Er sitzt hier auch im neuen WZ111-5A. Wurde ja auch vorausgesagt, dass wir den relativ häufig sehen werden. Und unten gibt es immer noch einen Privatschlag zwischen den beiden Ups-Spielern und den beiden Isuba-Spielern. Wobei Andrew ja gerade am Nachladen ist. Ah nee, er hat noch 3 Schüsse. Er fährt jetzt außen rum, könnte jetzt insane richtig gefährlich werden. Da unten sehen wir es. Oh je. Also unten links haben wir hier eine kleine Privatschlacht. Da ging auch gerade eben jemand raus. Like ist raus. Okay, da haben wir jetzt also bei Isuba einen Panzer weniger. Und bei Ups das gleiche. Incend ist nämlich auch raus. Also unten, wie gesagt, Privatschlacht. Jetzt haben wir hier nur noch 2 Panzer. Eine Maus und einen, ich weiß jetzt gar nicht, was da unten jetzt noch rumsteht. Denn hier oben geht es gerade richtig ab. Decker und Milosch gehen hier rein, holen sich Djukic von der Maus. Steht jetzt in der Garage. Jetzt haben wir hier 4 Ups-Spieler gegen Tomasek. Tomasek hat nicht mehr viele Hitpoints. 7, um genau zu sein. Und da kann man wohl nicht mehr allzu viel machen. Ungi kommt jetzt hinten rum, fährt einmal rum. Wird allerdings auch noch nicht beschossen. Und im Moment sieht es Gleichstand aus, ne? Wir haben 3400 Hitpoints zu 2700 Hitpoints und, oh, Kerolf hat gerade eben das Schlachtfeld verlassen. Andrew hat unten gewonnen. Das ist nicht sonderlich gut. Der Privatkrieg wurde für Isuba entschieden und Andrew ist jetzt frei, kann jetzt hochfahren, ist allerdings im Reload. Da hat gerade den Raging Potato das Schlachtfeld verlassen. Da hat er ja die ganze Zeit schon nichts mehr, seit dem Peak am Anfang oben auf der Nulllinie. Und jetzt geht's hier Tomasek an den Kragen. Creator will ihn unbedingt haben, kann ihn auch rausnehmen. Sehr schön. Und Milosch sowie Creator können jetzt hier Froli nochmal richtig, richtig gefährlich werden in seiner Maus. Und Isuba muss nun echt aufpassen, dass die letzten 3 verbliebenen Ups-Leuten hier nicht mehr sonderlich viel zum Zug kommen. Ja, das sah gut aus, Creator ist raus und Milosch hat jetzt hier die Möglichkeit, ja, nur noch sich zurückzuziehen. Denn viel wird hier wohl nicht mehr kommen. Wir haben nur noch 600 Hitpoints auf Seiten von Ups und Ups hat jetzt auch keine Panzer mehr. Das war's. Isuba gewinnt die erste Runde hier auf Himmelsdorf. So, nochmal. Sorry dafür, dass es so schnell ging. Es sprang von 24 Minuten auf jetzt. Und deshalb sorry dafür, dass wir hier eine kleine Unstimmigkeit hatten. Und wir konnten gerade so nochmal reinstarten. Sorry dafür. Ja, das mit der Zeit muss Wargaming noch lernen. Ist aber auch wurscht. Wir haben das erste Match gesehen. Isuba gegen Ups. Und Ups hat sich diese Woche eigentlich ganz gut angestellt. Sie haben einige Matches gewinnen können. Ich kann euch nochmal nachliefern, welche. Und zwar gegen GoHard haben sie 5:2 gewonnen. Gegen Utopia haben sie verdammt knapp verloren, 4:5. Aber es war ein verdammt knappes Match. Und Ups, ja, müssen hier gewinnen, um wirklich weiter den Anschluss zu behalten. Oben an die Spitze, an Ding und Co. Und ja, Isuba hatte heute kein Glück. Isuba hat die letzten 2 Tage beide Matches verloren, gegen GoHard 3:5 und gegen Utopia 1:5 und das ist schon wirklich sehr, sehr hart. Isuba ist im Moment auf dem letzten Platz, deshalb umso wichtig, dass hier der erste Punkt an Isuba ging von Ups. So, es fehlt ein Stück rechts im Bild, lustig. So, sorry, jetzt ist es wieder riesig. Alles klar. Danke, Kitty. So,
So die Kleinigkeiten, ne? Das kann passieren. So, wir haben hier Himmelsdorf nun als Verteidiger Ups und als Angreifer Izuba. Mal sehen, ob Izuba das besser machen kann. Denn gerade eben ist Ups tatsächlich an der Verteidigung hier gescheitert. Obwohl Ups hier normalerweise dafür bekannt ist, dass Himmelsdorf ist deren Karte. Ne? Also Izuba hat sich hier wirklich ins Zeug gelegt, hat hier nochmal ein bisschen geübt und konnte hier die erste Runde auf jeden Fall für sich entscheiden auf Himmelsdorf. Und das war sehr wichtig, denn jedes Team hat so ein, zwei Karten, wo sie richtig gut sind. Und bei den anderen Karten sind sie nur so lala bis schlecht. Und wenn man hier bei Ups auf jeden Fall eine Karte wegknapst, auf der sie richtig gut spielen, dann ist schon mal die halbe Miete gewonnen. Und da geht es auch los. Izuba gegen Ups in die zweite Runde. Diesmal Ups in der Verteidigung. Und sie verteidigen mit Doppel-WZ, dreifach WZ 111, zwei AMX, einem E4 und einer Maus. Auf Seiten von Izuba haben wir Doppelmaus, IS-7, WZ, AMX-50, BI-3, Badget-25. Das ist eine bunte Mischung. Wie gesagt, alles 10er, das ist neu. Und jetzt haben wir insgesamt mehr Hitpoints zum Spielen. Man kann auch mal ein bisschen mehr Risiken eingehen, finde ich sehr, sehr gut. Und ich bin echt gespannt, ob das auch ein bisschen im Nachhinein manche Karten auflockert. Denn wir hatten natürlich viel Kämpfe, viel Taktik dabei. Und wenn die Taktik erstmal fehlschlägt, dann fährt man in eine Gasse, wo man nicht mehr rauskommt. Und eventuell kann diese paar Hitpoints mehr jetzt, insgesamt so 1000 bis 2000 Stück, ne, vielleicht nochmal einen Ausschlag geben für spannendere Gefechte. So, wir sehen ja Kerolf, der sich hier gerade mit Tomasek und Andrew anlegt und auch durch Reverse Sidescraping den ersten Schuss an Tomasek austeilen kann. Tomasek musste sich zurückziehen und keinerlei Treffer hier auf Seiten von Ups. Sehr schön gemacht. So. Im Moment passiert nicht allzu viel, ne? Ist klar. Ups ist hier in einer krassen Verteidigung. Die sehen wir selten. Normalerweise bunkern sich die Teams ein bei 1 bis 4 und gehen dann die ganze 1-2-Linie runter. Aber wir haben hier Camel Eater. Camel Eater ist sehr, sehr weit vorne und kann dementsprechend auch frühzeitig sagen, was Izuba hier vorhat. Steht allerdings auch sehr, sehr alleine und sehr offen. Kann also sehr schnell gepickt werden. Im Moment sehen Izuba den guten Camel nicht. Aber ich denke, sie wissen, dass er da ist. So, wie wird Izuba jetzt darauf reagieren? Das ist die Frage. Izuba hat natürlich jetzt hier sämtliche Karten in der Hand. Sie müssen nur noch ein einziges Mal hier ordentlich pushen, um hier die erste Karte für sich zu entscheiden. Und das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Vorteil gegen Ups. Wir wissen, Ups hat oft nachgelassen, wenn sie Gefechte verlieren. Sie sind in den letzten Seasons, ich sag mal, psychologisch nicht sonderlich stark gewesen. Sie sind dann immer schnell eingebrochen, haben sich verfranst, haben sich verfahren, kamen schwer wieder ins Match hinein. Und wenn Izuba das ausnutzen kann, ich weiß nicht, ob es diese Season auch so sein wird, dann haben sie auf jeden Fall hier einen eklatanten Vorteil. Und im Moment steht Ups aber wie eine Eins, ne? Inklusive Camel Eater, der gerade eben aufgegangen ist. Jetzt wissen auf jeden Fall Izuba, dass Camel Eater da vorne steht, ganz alleine. Das haben wir so auch noch nicht gesehen. Und Camel Eater in seinem WZ ist hier komplett alleine auf weiter Flur. Guckt euch das an. Milos ist ewig weit weg. Kerolf ist ewig weit weg. Wenn Camel Eater hier vorne jetzt irgendwie gepusht werden sollte, wird es richtig schmerzhaft. Aber, ne, ein, zwei Schüsse kriegt er raus. Ein, zwei Schüsse kriegt er raus, vielleicht auch noch einen Tractor dazu und schon können die anderen Jungs von hinten kommen. Und genau so sieht es jetzt aus. Guckt euch das an. Wir haben hier auf dem Hügel jetzt Izuba. Die versuchen, Camel Eater einfach zu umfahren. Haben sich jetzt gesplittet. Und genau darauf hat Ups wahrscheinlich gewartet. Guckt euch das an. Wir haben hier unten drei Fahrzeuge von Ups, die jetzt hier unten gleich hineinstoßen. Zusammen mit Camel Eater haben wir dann auf jeden Fall mehrere Ups-Leute gegen nur drei von Izuba. Aber die haben eine Maus dabei. So, mittlerweile ist die Izuba hier mit dem E3 rübergefahren. Der Combat kann da oben natürlich jetzt HE ohne Ende ballern. Aber Milos steht hier mit seiner Maus bereit. Kann hier ein bisschen schießen. Schießt HE, macht allerdings keinen Schaden. Und im Moment sieht der Schaden auch gar nicht mal so schlecht aus für Ups. Ein bisschen was hier an Combat am E3. Aber das ist völlig normal. Wenn man da oben alleine steht, dann kann es passieren, dass man die ein oder andere HE-Granate dahin bekommt, wo es weh tut. Und hier ist es genauso passiert. Aber Combat hat doch 1300, also es sollte auf jeden Fall reichen. Und da kam noch ein riesiger
HE-Klumpen, ich weiß gar nicht von wem, ich glaube auch vom E3, in Richtung dem armen Kambit. Der muss sich jetzt auch zurückziehen, hat immer noch 1300 Hitpoints. Auf Seiten von Ups haben wir noch nicht mal einen Kratzer. Kein Kratzer auf Seiten von Ups. Das ist wirklich sehr, sehr schön gespielt hier bisher. Sie rotieren jetzt. Decker geht nach oben. Wir haben jetzt unten fast keine Kräfte mehr von Ups. Wir haben nur noch den Kerolf. Wir haben Camel Eater und das war's. Incense zieht sich jetzt auch langsam nach oben. Muss aufpassen, dass es jetzt nicht aufgeht. Ungi steht da nämlich... Incense hat es anscheinend gemerkt. Geht dabei jetzt beim Crossen auch nicht auf. Sehr gut. Incense ist safe. Und damit haben wir jetzt da oben mehrere Panzer von Ups gegen eine massive Rotation auf Seiten von Isuba. Isuba geht jetzt über den Süden, über die K-Linie. Kerolf und Incense sind nun alleine. Ich glaube, Ups hat es gemerkt. Sie rotieren wieder. Incense und Kerolf ziehen sich zurück, um hier zu verteidigen, den Punkt 1 so kostenintensiv wie möglich zu machen. Und oben sammelt sich der Rest. Ne? Milosch, Camel Eater stehen alle da, warten auf Kambit. Kambit ist aber nicht mehr da. Der E3 ist weg. Der fährt wieder zurück. Und Isuba weiß irgendwie noch gar nicht so richtig, wo sie jetzt hier ansetzen sollen. Sie haben ordentlich eingesteckt. Sie haben auch nur noch 4 Minuten Zeit. Und fahren gerade mitten in die Rotation von Ups, die sich jetzt nach Norden orientieren. Dementsprechend haben wir hier eine sehr, sehr langgezogene Verteidigung auf der 2. Sollte sich da unten einer blicken lassen, könnte es richtig wehtun. Und auf lange Zeit auch richtig wehtun. Oh, irgendwie versucht es jetzt hier. Und... ja, sieht Incense. Kann Incense vielleicht noch einen mitgeben? Ja, der erste Schuss auf Ups wurde endlich ausgeteilt. Ups hat den ersten Kratzer kassiert auf Incense. Und nun kommt der Push hier im Süden. Das wird ein sehr, sehr kostspieliger Push. Wir haben sämtliche Ups-Panzer hier, um zu verteidigen. Das wird richtig übel für Isuba, wenn sie nicht aufpassen. Vielleicht ein Fastcap, aber das wird relativ schwierig. Und ich glaube, sie haben es auch geahnt und drehen jetzt auch wieder ab. Kein Push hier unten im Süden. Sie ziehen es nicht durch, sie ziehen sich zurück. Sie haben sich gerade eben eigentlich nur einen Schuss eingefangen. Das war's. Oh, schöner Schuss hier auf Frohli von Incense. Das war ein sehr, sehr guter Schuss. Und Frohli hat wieder Hitpoints verloren. Die verlieren Hitpoints überall, wo sie sich auch nur ansatzweise zeigen. Nirgendwo sind sie sicher vor den Kugeln von Ups. So. Jukech, Lukin mit den beiden Mäusen. Sie müssen jetzt was machen. 3 Minuten Zeit noch. Und oben stehen sämtliche Ups-Verteidiger auf einem Haufen. Die 2 dürfte relativ unpassierbar sein für Isuba. Ich glaube, Isuba hat es einfach schon leicht vergeigt. Sie haben ziemlich, ziemlich viele Hitpoints verloren. In kleinen Kriegen, kleinen Kämpfen. Immer mal wieder gepiekt, wo sie nicht hätten pieken sollten. Und immer mal wieder kam der Nadelstich von Ups. Und so verliert man massig an Hitpoints und die braucht man zum Schluss. Das ist jetzt das Problem. Ups steht natürlich jetzt wie eine 1 hier oben zwischen der 1 und 2. Sie können jederzeit auf die 1 wirken. Sie können jederzeit die 2 pushen, was ziemlich interessant werden dürfte. Und Isuba muss jetzt irgendwas versuchen. Sie haben nur noch 2 Minuten 29 Zeit. Da ist Kambit wieder. Damit weiß Ups auf jeden Fall, aha, wenn Kambit wieder oben auftaucht, dann kommen sie. Beide Mäuse schieben sich nun in den Cap, gehen alle 3 auf. Andrew dahinter. Und jetzt haben wir hier ein Massaker zu erwarten, denn die Mäuse kriegen es jetzt natürlich von 2 Seiten und das ist nie gut. Eine Maus ist nur zur Verteidigung nach vorne geeignet, nicht nach links und rechts. Und alter Schwede wird jetzt hier ausgeteilt. Milosch kriegt hier ordentlich auf den Deckel und Andrew hat sein ganzes Magazin hier in den Milosch gepumpt. Es hat aber nicht gereicht. Angie muss jetzt eventuell helfen, kriegt hier eventuell noch einen Schuss drauf. Oh, da ist ein Schuss an Andrew abgeprallt. Glücklich, aber Andrew kommt hier eventuell nicht mehr raus. Und Milosch hat nur noch wenige Hitpoints, kann aber eventuell den Andrew nochmal mitnehmen. Und Angie versucht, ja, er hat ihn tatsächlich nochmal mitgenommen. Ey, das ist sehr, sehr bitter für Isuba. Isuba verlieren hier Hitpoints ohne Ende und da ist nicht mehr viel zu holen. Und Jukech wird jetzt auch gleich das Schlachtfeld verlassen. Ja, das war eine HE-Granate und da kann eine Mauspanzerung absolut nichts gegen tun. Wir haben nur den Milosch verloren bei Ups und auf Seiten von Isuba sieht sehr viel finsterer aus. Mit nur noch Kambit am Leben. Der hat doch die meisten Hitpoints, obwohl er am meisten gefressen hat am Anfang. Und auch Lukin, die Maus, ist nicht mehr viel da. Frohli geht jetzt... ah, ich dachte schon, der geht raus, aber nein. Da ging eine Heat-Granate in die Kette eines IS-7. Das kennen wir. Oh, schön hier mit der zweiten Sicht. Die Maus unten links, aber... ne. Von Isuba ist nicht mehr viel da. Oh, 3 Fahrzeuge gegen 6. Das ist sehr, sehr bitter für Isuba. Schade. Sie hätten hier auf jeden Fall den zweiten Punkt definitiv gebraucht. Da ist Lukin raus. Wurde auch Zeit. Raging Potato holten sich. Und auch Angie ist raus. Und jetzt haben wir noch den guten Kambit. Der steht halt immer noch da. Aber ne, nur noch 43 Sekunden, dann ist vorbei. Also,
krasse Endschlacht. Isuba wusste, dass sie da in stehende Kanonen fahren. Sie mussten es versuchen. Sie haben einfach keinen Ansatzpunkt gefunden. Sie haben allein durch Camel Eater, weil der auf der 8 stand, ja, jegliche Vorteile in Überraschung oder sonst irgendwas eingebüßt. Sie hätten Camel Eater da rausholen sollen. Es war aber relativ schwierig. Du kommst ja auch nicht von hinten ran. Und ja, schöne Verteidigung hier von Ups. Kann man nicht anders sagen. War eine sehr, sehr gute Verteidigung. Und das wirklich sehr, sehr effektiv. Sie haben nur Milosch verloren. Und ich glaube, Milosch ärgert sich da gerade so ein bisschen. Aber er hat halt auch noch einen rausgenommen. Na, kriegt er noch einen Schuss raus? Ja. Und da ist der Kambit raus. So, das war's. Wir haben ein 1:1 von Isuba gegen Ups. Glücklich. So, dementsprechend steht es jetzt 1:1. Ups ist jetzt auf der nächsten Karte wieder bei 0 und die nächsten Karten dürften interessant werden. Ich weiß leider nicht, welche Karten hier kommen. Wir sehen hier übrigens links den Ektar, das ist der europäische Community Manager, und rechts haben wir den Still Mojo, den ehemaligen Chef von Kasna, also nicht dem E-Sport-Team, sondern dem normalen Clan in World of Tanks. Guckt euch das an, der Schaden von Camel Eater, 4258 und 1240 blockt. Wow, also der WZ, ne, der teilt ganz schön aus. Wie gesagt, ist das neue Meta. Wir sehen sehr viele WZs, wir sehen keine 113er mehr. Der WZ ist einfach besser, weil er auch noch die 5 Grad Gun Depression nach vorne hat, was der WZ nicht hat. Oder waren es 7 Grad? Ist auch wurscht. So, als nächstes sehen wir Min. Oh, Min ist schön. Da hat sich natürlich auch einiges getan. Viele Climbs sind nicht mehr alleine möglich. Und dort dürfte sich vieles jetzt über die Achterlinie abspielen. Zumindest in den letzten 2 Tagen war es so, dass entweder haben die Teams angegriffen über die Achterlinie oder Full Push über die 1-2 plus über den Hügel. Und viele Teams sahen mit ihren Standardverteidigungen dagegen echt alt aus. Weil man einfach nicht mehr die Möglichkeit hat, von oben zu resetten. Weil man da einfach kein Leid mehr hochkriegt, sahen viele Teams hier in der Verteidigung echt scheiße aus. Und ich bin echt gespannt, wie die Teams sich hier anpassen. Wir werden das in den nächsten Spieltagen sehen. Ne? Pro Woche ist immer ein Spieltag mit 3 verschiedenen Tagen mit Spielen. Und bin gespannt. Einige Teams müssen sich hier definitiv neu anpassen, was die Verteidigung angeht. Und wir haben hier auf Seiten von Ups, wow, ein sehr, sehr leichtes Setup auf beiden Teams, also was man so leicht nennen kann. Mal gucken. Camel Eater sitzt im T100 LT. Mal sehen, was sie mit ihm vorhaben. Wir haben 3 Badshots auf Seiten von Isuba. Und eine Artillerie im Angriff. Na, da bin ich mal gespannt. Also, wie gesagt, viele Pushes oder ne, Boosts sind nicht mehr möglich. Man muss jetzt... Wow. Das ging ja schon mal gut los hier. Wir sehen gleich Jukic, wie er hier direkt eine fette Artillerieschelle kassiert. Holla die Waldfee. Ja, so will man nicht anfangen. War das überhaupt eine Artillerie? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war Raging Potato und noch irgendwas. Aber von Jukic ist nicht mehr viel übrig, denn der hat gerade eben richtig eins auf den Deckel gekriegt und wir wissen nicht mal, wer es war. Boah. Also, Isuba hier im Angriff mit Combat in der Artillerie. Interessanterweise eine Conqueror GC. Wir haben ja früher mal 8er Artillerien gesehen. Jetzt sehen wir endlich mal eine 10er Artillerie und die dürfte ordentlich austeilen. Wir haben es gesehen, Decker hat gerade jetzt eins auf den Deckel gekriegt und guckt euch das an. Das ging direkt auf den Deckel. Der Loader ist weg. Und das ist bitter. So, Camel Eater steht hier vorne. Es wird nicht mehr geboostet. Guckt euch das an. Wir haben keinerlei Badges, die irgendwo auf dem Hügel rumklettern oder so. Das ist weg. Wir haben jetzt hier wirklich eine sehr, sehr schöne Ausgangsposition für deftige Fights im Nahkampf, gerade auf der Achterlinie. Aber jetzt sind erstmal die ganzen leichten Geschosse hier oben auf dem Hügel von Isuba. Isuba hat den kompletten Hügel hier unter ihrer Kontrolle. Camel wird hier ganz schön behakt, aber hat noch keinen einzigen Kratzer kassiert. Und Camel verhindert gerade, dass Jukic überhaupt irgendwas machen kann. Er weiß auch ungefähr, wo Jukic ist. Klar, wenn er da und da aufgeht, steht er da und da. Versucht's mit einem Blindshot. Und wir haben den Tomasek. Der fährt jetzt hier hinten rum. Er kann natürlich nicht boosten, aber er kann eventuell mit HE hier ein bisschen an dem Incend rumkratzen. Mal sehen, ob er es macht.
Also, das hier ist noch mehr oder weniger eine Standardverteidigung. Es gibt ein paar kleine Änderungen zu den normalen Verteidigungen. Wir haben zum Beispiel den Milosch und den Creator sehr viel weiter hinten. Normalerweise stehen die weiter vorne, aber das ist natürlich gefährlich. Sollte über 8 der Push erfolgen, stehen die beiden im Kreuzfeuer und das will man natürlich nicht. Deswegen steht Milosch mittlerweile ein bisschen weiter hinten und das Ganze gegen eine Artillerie ist vielleicht nicht gesund, aber es reicht aus. Milosch hat noch genug Hitpoints. Auch wenn die Maus genervt wurde. 3000 Hitpoints hat sie nur noch. 3200 waren es vorher und dementsprechend hat man dennoch genug Hitpoints hier mit Doppelmaus, um Izuba eine Weile lang fernzuhalten. So, jetzt holen sich beide Teams erstmal nur ein bisschen Info, ein bisschen Intel, wie man so schön sagt, und gucken einfach nur, wo stehen die Kanonen, wo greifen wir an, wo haben wir eine Chance und wo können wir Combat irgendwie, ne, hineinbringen. Combat ist hier der wichtigste Spieler gerade für Izuba mit seiner Artillerie. Er muss den Feind mürbe klopfen und im Moment sieht es nicht allzu so aus, als ob er viel trifft. Er hat im Moment, wir haben jetzt schon 3 Minuten gespielt, einmal den Camel-Eater getroffen, nicht mal doll, und zweimal Decker. Und das war's. Oh, jetzt geht's hier los. Wir sehen hier von Izuba jetzt eine Bewegung auf der 2. Das könnte interessant werden. Froli zieht hier die ersten Schüsse und oh, wir hören Izuba. Mohu za půjdou hill možná? Decha nevystřelila. Můžou, no, já jsem Decha tady. Vystřelil do mě. Musíte si zabít Kamila nějak opatrně, já nevím. Ty mauzové jsou strašně agro. S tím lightem nic nedělá, no. Jo. 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 Pojím tady ještě ty, ty mauzové nás těch střel. Mám se někam posouvat s tím VZ-em? S VZ-em... Pro ty můžeš farmit ty mauze, tam? Já můžu ty mauze, můžu ty mauze, můžu. Já tady nemůžu nic. Ale koukej, oba na, oba koukej na mě, oba na mě. Já to přejdu. Můžeš s VZ-em, a tady bude druhá čtyřka, jo? Mozef, furt koukej na mě. Oni jedou, ne? Hej, Lukine, pojď mi, musíš mi sem dát kraus, jo? So, da ich nicht des Polnischen mächtig bin, kann ich euch nicht sagen, was da gerade gesprochen wird. Aber Kemi hat jetzt ein ernsthaftes Problem, steht jetzt hier 2 Badges gegenüber und versucht so lange wie möglich durchzuhalten, um Decker hier Schussmöglichkeiten zu bieten. Währenddessen gehen Insane und Milosch in die Mitte und greifen hier Froli an. Und Creator und Raging Potato haben da hinten Tomasek als Gegner. Also in jede Richtung wird jetzt hier gerade ausgeteilt und geschossen. Aber bei Izuba wird mehr eingesteckt und das ist ziemlich bitter, denn von Tomasek ist nicht mehr viel übrig. Von Angie ist auch nicht mehr viel übrig. Kemi Eater verlässt das Schlachtfeld und auch Andrew ist raus. Und das ist sehr bitter. Oh, Decker hat zugeschlagen. Beide Badgets raus. Oh, das ist sehr, sehr bitter für Izuba. Ihr hört's auch. Die sind nicht sonderlich glücklich drüber. Combat kommt im Moment nicht dazu, irgendwie hier Schaden zu machen. Tomasek sieht ihm halt so gut aus, wenn Creator nachgeladen hat. War's das wahrscheinlich für Tomasek in 3, 2, 1. Und das raus. Oh, bitter für Izuba. Izuba tritt jetzt hier gerade den Weg zur Garage an. Nach und nach. Oh, böser Hit hier von Froli. Decker hat zugeschlagen. Von Froli ist nicht mehr viel übrig. Insane und Mida stehen hier wieder eins links von uns. Und Froli steht jetzt hier 3 Kanonen gegenüber. Und egal, wohin er sich richtet, er wird einen auf den Deckel kriegen. Ja, genau das meine ich. What? Kriegt Decker eventuell einen Schuss nochmal irgendwo anders hin raus. Aber ist egal, Froli ist raus. Und dementsprechend stehen bei Izuba nur noch 3 Fahrzeuge. Einer davon ist eine Artillerie, das sollte es auch gewesen sein. Einen großartigen Push können wir hier nicht mehr erwarten. Eine sehr gute Verteidigung von Ups. Und Ups ist hier in bestechender Form heute. Die erste Runde haben sie einfach verloren, aber es war sehr knapp. Die zweite Runde haben sie ohne Probleme runtergespielt. Auch hier auf Minen haben sie die Verteidigung ohne Probleme runtergespielt. Wir sehen, sie haben einen einzigen Chemie-Eater geopfert. Und alles andere steht noch, hat die Kanone noch im Schlachtfeld und die Artillerie konnte einfach gar nichts ausrichten. Sehr interessant, die Conqueror hat hier leider nicht funktioniert für Izuba. So, das letzte Resteessen hier für Ups. Na, jetzt können sie, jeder darf mal. Creator kann jetzt hier eventuell nochmal auf Jukic. Jukic ist bereits fertig, aber die Artillerie kommt und holt nochmal Creator. Ja. Wer zu gierig wird, ne? Bitter. Sehr, sehr bitter. Aber super, ne? Das ist jetzt nur noch ein bisschen Milchmädchenrechnung hier. Das ist noch ein bisschen was für die Statistik. Hier ist nichts mehr zu holen gegen Ups. Ups ist hier in einer extrem guten Position, um Izuba einfach, egal was sie machen, abzuwehren. Das hatten sie die ganze Zeit hier ohne Probleme hinbekommen und Decker hat da oben ganz schön ausgeteilt. Bin ich mal gespannt, wie viel Schaden dabei rumkam. Vielleicht sehen wir es. Und wir sehen hier, Ups gewinnt mit 2 zu 1. Jetzt geht's gleich mit Ups in den Angriff auf Min.
Sehr kleine Karte, 4 T10, nur T10er. So, aus der Frage, aus dem Chat kommt, werden wir den 113er nochmal wiedersehen? In bestimmten Positionen bestimmt. Aber derzeit ist der 113er einfach schlechter als das andere Teil und der WZ wird wahrscheinlich viel, viel häufiger eingesetzt. Er ist einfach stärker. Oh ja, hier, guckt euch das an. Decker an seinem E4, 3237 Schaden, der hatte viel Spaß. 8 Schüsse hat er abgegeben, ein Kill. Wow. Ja, der hatte Spaß. Aber guckt euch das an. Die ersten drei Damage-Dealer hier auf Seiten von Ups mit 3200, 3100 und 3000. Da muss Isuba schon ganz schön was machen. Die haben viel zu viel eingestecken müssen. Aber es ist halt schwer, hier so eine brillante Verteidigung zu knacken. Da muss man dann schon was anderes auffahren. Wir hatten hier Gohard letzte Season schon gesehen. Die hatten hier einige neue Taktiken. Viel über die 8 interessanterweise hat auch oft funktioniert. Wundert mich, dass Isuba hier immer noch über die 1-2 kam. Sehr interessant. So, jetzt werden sich beide Teams hoffentlich nochmal eine kleine Pause gönnen und dann nochmal mit voller Konzentration hier auf die zweite Karte gehen, auf Minen, das zweite Spiel. Und im Moment liegt Ups vorne mit 2-1 und sie müssen jetzt angreifen. Der Cap 1 ist in letzter Zeit sehr, sehr beliebt. Vielleicht sehen wir hier einen Push auf Cap 1. Und da oben jetzt auf der Nullerlinie die ganzen Lights nicht mehr da sind, kann man sich ja eigentlich theoretisch viel, viel freier bewegen und alle Caps sind angreifbarer. Man kann theoretisch über die Achter komplett durchpushen in die gegnerische Basis und die Basis gegen den eigenen Verteidiger benutzen. Das haben wir diese Woche schon gesehen. Na, ich glaube, Ding hatte das gemacht oder Gohard. Aber wir werden sehen. Was wird hier Isuba an Verteidigung auffahren? Was wird Ups im Angriff auffahren? Oh, wir sehen hier Insane und Kemi Ether direkt gleich über die 1-2 pushen. Mal sehen, was sie aufmachen. Ja, sie haben Looking gefunden. Drehen auch sofort ab, bleiben stehen und sie haben die Info, die sie brauchen. Schüsse werden ausgeteilt, aber keine Treffer. Keine Treffer auf beiden Seiten. Und der 113er, da ist er, geht hier in den Angriff. Der 113er ist natürlich hier sehr interessante Wahl. Hätte ich nicht gedacht, dass Ups hier auf den 113er kommt mit Creator und Kerolf. Aber Haltdown ist ja halt immer noch ein Monster. Vielleicht deshalb, wir werden es sehen. Im Sidescrapen ist er auch ein Tick besser. Fehlt halt nur die ganze Pressure nach vorne. So, wir haben einen Panzerkampfrang 7 auf Seiten von Isuba. Das ist eine sehr interessante Wahl. Die haben wir so, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Aber wir haben jetzt hier den Milosch in seiner Maus. Der versucht irgendwie da drüben einen Blindschuss zu setzen, aber ich denke, er hat nichts getroffen, nein. Gut, erstmal Informationen holen, erstmal Positionen sichern, der Hügel gehört erstmal Ups. Ja, Ups hat ja mittlerweile nur noch einen einzigen deutschen Spieler, denn alle anderen sind mittlerweile verschwunden, was sehr, sehr schade ist. Algo ist weg. So, was wird Ups tun? Ups hat jetzt hier die Möglichkeit, auf die 2 zu pushen, dort einen Panzer hineinzustellen und den Gegner kommen lassen. Es ist aber relativ schwierig, wenn Isuba damit rechnet. Und viel mehr als ein dicker, fetter Push und ordentliches Präzisionsfeuer wird hier wohl nichts übrig bleiben. Wir werden hier wahrscheinlich einen dicken, fetten Push sehen. Keine Artillerie auf beiden Seiten. Das heißt, jeder muss sich seine Feuerbahn hier selbst irgendwie erspielen. Jeder muss irgendwie versuchen, ah, guckt euch das an, Kerolf, wie schön er hinten rumfährt, ne, das hatten wir ja letzte Season. Hintenrum ist wichtig, nicht vorne rum, das kann schief gehen. Ja, aber Kerolf fährt jetzt mit dem 113er hinten rum, haben jetzt da drei Panzer auf der 1-2 und hier in der Mitte ziehen sie auch ab. Was wird Ups jetzt hier vorhaben? Wird das ein Push über die 1-2-3? Wenn ja, müssen sie Andrew irgendwie rauskriegen. Andrew sitzt dort in seinem E4, lustigerweise kein E3. Und kann von dort aus natürlich komplett auf den Cap wirken. Mit HE, mit AP, wie es ihm beliebt. Und das ist gefährlich. Und einen E4 kriegst du mal nicht so eben schnell raus. So, im Moment noch viele Blindschüsse hier. Ein bisschen was auf Raging Potato ging hinunter. Ein bisschen was auf Rolly ging hinunter. Aber
alles noch im Rahmen. Noch ist nichts passiert. Und im Moment sehen wir hier nur Rotation auf Seiten von Ups auf die 1-2. Ups hat jetzt hier 4 Panzer mittlerweile. Mit dem Creator, dem Kerolf, dem Kami Eater und dem Insane. Sie alle können jetzt hier jederzeit auf die 2 pushen. Und das wird eventuell ein sehr, sehr dicker Push direkt auf den Andrew. Bin ja mal gespannt. Sie müssen auf jeden Fall die Hitpoints zusammenhalten. Wenn sie zu viel bluten auf dem Weg über die 1-2 nach unten, wird es richtig, richtig schwer, da wieder rauszukommen. Sie haben auch nichts, aber auch gar nichts auf der 9, um dort eventuell eine zweite Flanke zu machen. Wir haben natürlich 2 große Panzer, hier den Milosch und den Raging Potato, in der Mitte. Von dort aus können sie nochmal wirken. Entdecker haben wir auf dem Hügel. Aber alles geht so in Richtung 1, 2, 3, 4. Jetzt bin ich mal gespannt. Also Lookin, Frody und Andrew werden gleich ordentlich was zu tun bekommen. Und hier sehen wir schön, wie der kleine Light versucht, irgendetwas zu spotten, ohne dabei drauf zu gehen, ohne sich hier preiszugeben. Hat bisher ganz gut funktioniert, er ist noch da. Aber er sieht auch nicht sonderlich viel. So. Jetzt wird es langsam Zeit. 5 Minuten 40 nur noch. Isuba steht und fällt mit dem Angriff von Ups. Ups müssen sich jetzt hier einen hervorragenden Zeitpunkt aussuchen, in dem sie zuschlagen, ohne zu viel Hitpoints für ihr Manöver zu verlieren. Das Manöver über die 1-2 wird richtig kostspielig und aua, das tat richtig weh. Angi hat gerade eben ordentlich was auf den Deckel gekriegt in seinem E4. Hat nur noch 1400 Hitpoints und da geht's los. Ups, fängt an und Kerolf wird hier gerade richtig massakriert. Sämtliche Schüsse haben ihn getroffen und das meinte ich. Wir dürfen nicht allzu viel Hitpoints verlieren, aber Kerolf hat nicht zugehört. Oh, oh, da hören wir sie. Frodys Geschichte. Yes. Watch us here. Can you kill this panzer, guys? Yes. Oh, he's being there. Yeah, that's good. That's perfect. They're loading 50 seconds. Lotus is coming back. Taka, can you go back and help Insane? Or no, guys. We need to kill this guy, then we need to proceed to this. Yeah, I can even take more shots then. I'm full HP still. I should finish for me. They're pushing here. They don't know me. Help me. Go here. They don't know me. Oh, he moves forward. It's fine. We still can hold this. You just need to kill this and then push yes. This. Yeah, he's one shot. They cannot do anything. Yes. It's good. Just guys, kill him. HG. Okay, well, we can only win by time now, so. We lose by time, I mean. Mouth so. Shot, HG. I got nice, good job. Nice. You need to go to this. Mouse will play a bit more aggressive soon. Creator, go first and just stay here, Deha. Yeah, let me. I can shoot him from here. Anyway. You have to be able to help the mouse go to yellow back the middle. But I'll take the shot. Yeah, he's not here. I'll pressure this mouse. Yeah, I'll pressure this mouse. Let's go. Go aggressive. Help us. I'm also able to shoot him, viewers. Go aggressive to the building and you can do Constantine. Bad, go back. But distract.
That's nice. We got this. We'll shoot us from the back creator. Can you spot mouse? Not really. Can you aim this? Maybe Deha? Proxy? Can you? Not really. E4 shot. This one E4. Wait, you have shot? You need to pressure. I can clear. I can clear. Got him. Reloading. I'm moving closer. Yeah. Maybe I'll play him. You have time. Okay. He's going. You have shells? 3. I find out you can still kill him. I had a nice. He shot bad. I'm moving closer. Don't ultimate for the bad. Should be able to take him. I just want to do it. I'm aiming bad. I can finish. Hold on to him. Still finish. No, I bounced. Really. I can come out. I finished. Come on, guys. Move. He first shot. Nice. I'm aiming. 5 seconds on the next push. Joining. Okay. He cannot. How much jump back? -3 he was. Ja, da haben wir es mal gesehen und gehört auf Seiten von Ups. Es ging relativ ordentlich runtergespielt hinunter. Sie haben sich gegenseitig hier gut gedeckt, haben auch gut angegriffen, haben ein Ziel nach dem anderen bekämpft und rausgenommen. Isuba musste an allen Fronten irgendwie zusammenschießen. Und sobald man auch nur ansatzweise die Kanone dreht, verliert man natürlich auch den Fokus seinen Gegner hier aus den Augen. Und schon steht man einer Übermacht gegenüber. Also sehr gut gelöst hier von Ups. Ups hat hier Isuba einfach nur in Grund und Boden gespielt auf einer Karte, die wirklich sehr, sehr schwer anzugreifen ist. Und danke an den lieben Wurstpanzer für das zweite Mal subscriben. Und danke an den lieben Urbis78, der hat vorhin subscribed mit 12 Monaten. Dankeschön, dreifach Zippimu. Ja, also, Ups geht hier in Führung. Und da das Ganze, glaube ich, ein Best of 5 sein wird, wird da... Jetzt entweder ist es ein Best of 7, dann sehen wir wohl nichts mehr, aber wenn es ein Best of 5 sein sollte, hat Ups jetzt hier gewonnen. Ich bin mir nicht sicher, es wurde noch nicht angesagt, aber ich denke mal, Best of 7. Dann hat Isuba noch eine Chance. So, wir sehen hier Lukin, der hat absolut gar keinen Schaden gemacht. Das ist nicht gut. In so einem Panzerkampfwagen sollte man schon mit einer Jagdtigerkanone ordentlich was rausholzen. Aber das Wichtigste war halt, dass sie keinen Panzer verloren haben auf Seiten von Ups, als sie von Norden nach Süden gefahren sind. Das war extrem wichtig. Dann konnten die 113er da ordentlich wirken. Hull-Down-Monster zusammen mit der Bad-Chat. Und sie haben halt den E4 einfach rausnehmen können. Nach und nach. Obwohl da noch eine Bad-Chat kam, um hier zu verteidigen, hat es nicht ganz gereicht. Und die nächste Karte ist Murowanka. Also das ist Best of 7. Okay, interessant. Und wir haben gleich einen Gewinner. Sollte Ups hier nochmal zuschlagen. Ist Best of 7. Wer zuerst 5 Mal gewinnt, der gewinnt die Runde. Oh, ist das nicht Best of 9 dann? Ich weiß es nicht. Es ist zu spät für Rechnen. Best of 9, oder? Sorry. So, es geht wieder los. Der Angriff wird hier durch Ups erfolgen. Interessant, wir haben auf Seiten von Isuba einen IS-4, einen WZ, einen M48 Patton, eine Bad-Chat, einen Stritzwagen und noch 2 andere Bad-Chats als Verteidigung. Das haben wir schon mal gesehen, letzte Season, dass man hier ein sehr leichtes Setup wählt, um zu verteidigen, um eventuell Counter zu pushen. Und auf Ups haben wir ebenfalls 5 Bad-Chats. 5 Bad-Chats, ihr Simon Maus. Okay, also das dürfte sehr interessant werden hier. Autoloader Action ohne Ende. Und Isuba geht hier in Position. Haben den Lukin unten, die haben den Angi unten, die haben den Foley, Tomasek und Jukic in der Mitte und Combat weiter hinten. Und auf Seiten von Ups haben wir ja den großen Mauspanzer in der Mitte, den Kerolf ziemlich weit Süden und alles andere kommt über die 890. Außer Raging Potato, der gibt Decker hier ein bisschen ja Unterstützung gegen die Badgets. Sollten die Badgets hier irgendwie riechen, dass da oben nichts steht, werden sie pushen. Sie werden Raging Potato und Decker da komplett wegpushen und dementsprechend dann von oben her den Rest aufräumen. Aber ne, das muss auch Ups erstmal zulassen und Isuba muss es merken. Das ist das Wichtigste hier auf der Karte. Informationen holen. Wo steht der Gegner mit wie vielen Panzern? Wo kann ich hier durchpreschen? Wo kann ich hier mir irgendwie einen Vorteil erspielen? Und beide Teams sind durchaus in der Lage, das zu machen. Wobei ich hier Ups einfach mal einen kleinen Vorteil gebe, weil sie auf dieser Karte wirklich extrem gut eingespielt sind. WTF! Einschaltungszeiten, Einschaltung.
Da ich die Alerts ausgeschaltet habe, bis auf die Musik, habt ihr es nicht gehört, aber der liebe R hat gerade eben 500 Euro gespendet, nochmal, und schreibt dazu, bloß nicht aufregen. Alter, R, bist du verrückt? Du kannst doch nicht während einer Live-Übertragung einfach mal so ein Ding raushauen. Alter, das kannst du nicht machen. Ich muss mich auf das Spiel konzentrieren. Denn, ups, geht jetzt hier nämlich in den Angriff. Und zwar sachte und mit Formation über die 6er Linie. Das haben wir schon mal gesehen. Sie versuchen sich jetzt hier die Stadt zu holen in der Mitte. Sie wissen, dass da unten nichts ist. Milosch ist ganz im Süden. Hat hier auf jeden Fall die Information geteilt. Okay, da in der Stadt ist nichts. Insane Camille, Kerolf, Creator, geht rein und holt euch die Jungs. Und genau das tun sie. Sie haben hier massig Autoloader, können hier dementsprechend ohne Probleme jeden Gegner loswerden, den sie sehen. Und Isuba muss echt aufpassen, dass sie nicht irgendwo einzeln rumstehen. Das heißt aber auch, dass sie sich kaum bewegen können. Alter, Erl, du Verrückter. Dankeschön. Ja, aber echt ein mieses Timing, ne? So, Isuba kommt jetzt langsam hier unter Druck, denn sie haben komplett die Map-Control abgegeben. Ups hat sämtliche Aspekte der Karte hier in der Hand, bis auf die untere linke Ecke, da wollen sie rein. Aber alles andere haben sie abgedeckt und jetzt geht Insane nach vorne. Insane ist offen und guckt einfach mal, ob er hier irgendwie Informationen kriegen kann von Isuba. Wo steht Isuba? Oh, Angi wurde getroffen, Angi ist offen. Oh, das ist nicht gut für ihn. Er muss jetzt hier machen, dass er verschwindet. Kriegt hier aber nochmal ordentlich eins auf den Deckel. Und das von allen Seiten, hier Autoloader-Action ohne Ende, wurde getrackt. Das ist überhaupt nicht gut für Angi. Angi wird jetzt gleich das Schlachtfeld verlassen. Angi ist raus, Insane hat's überlebt. Aber Insane wird jetzt ebenfalls beschossen. Kommt aber eventuell nochmal weg. Ja, er kommt nochmal weg. Glücklich für Ups, konnten hier gerade den Angi einfach wegknipsen. Und haben nicht mal einen Panzer dabei verloren. Oh, das war sehr, sehr gut gespielt von Ups. Und Erl, vielen, vielen Dank. Dreifaches Hippie-Move auf unseren verrückten Erl. Ja, ich nenne dich jetzt einfach mal verrückt. Wir meinen es ja lieb. Erl, vielen Dank. So. Decker geht jetzt nach vorne. Fängt jetzt hier die ersten Schüsse vom IS-4, von dem WZ. Einiges geht nicht durch. Jetzt weiß er auch, wo alles steht. Envu kann hier aber ein ganzes Magazin hineinpumpen in Decker. Das ist nicht gesund. Decker, was machst du da? Decker kriegt hier gerade richtig an den Deckel. Verliert hier auch ordentlich Hitpoints. Und an der Maus ist nicht mehr allzu viel dran, wie es vorher war. Und da verlässt er das Schlachtfeld, der WZ hat zugeschlagen. Jukic konnte aufräumen, damit haben beide nun einen Panzer weniger auf dem Schlachtfeld. Puh. So, vielen lieben Dank und gute Nacht an dich. Dankeschön. So, oben links ist jetzt eingeblendet. Mir geht nicht. Mir kann ich gerade nicht. Ist nicht eingerichtet. Mach's gut, Herr. So, Isuba versucht jetzt hier nun aus dem kleinen Häufchen Elend auszubrechen und haben Milosch als Ziel auserkoren. Milosch im IS-7 weiß aber, was er tut, kann sich hierhin ohne Probleme verstecken und dementsprechend auch fast unbeschadet hier sich aus der Fähre ziehen. Mittlerweile haben sich auch die Badshots ein bisschen zurückgezogen von Ups, aber von den Hitpoints her sieht es nicht mehr ganz so gut aus von Ups. Ups hat nur noch 9444 gegen 10.500 von Isuba. Isuba steht natürlich noch wieder 1 und sie haben nur noch 4 Minuten Zeit. Jukic wird jetzt ein bisschen beschossen, geht auch immer mal wieder auf, aber im Moment sollte da nicht allzu viel rumkommen, denn es sind nicht sonderlich viele Kanonen in Position, um Jukic hier gefährlich zu werden. Ah, bis auf die eine. Und die eine tut weh. Und Thomas Zack muss sich zurückziehen. Wird jetzt hier von Raging Potato unter Feuer genommen. Raging Potato in seiner Badchat kann hier ganz gut austeilen. Aber er sieht nicht viel. Er sieht nicht viel. Er muss auch gleich wieder nachladen. Im Moment versuchen sie ja auch irgendwie, ne, den Yuka-Check da rauszukriegen, den Thomas Zack rauszukriegen. Aber, ja, IS-4s und so weiter und WZs sind halt relativ schwierig auf Entfernung rauszunehmen, wenn sie Hulldown stehen. Und genau hier sieht man wieder die Stärken der Panzer. Gut gewählt von Isuba. Isuba hat hier wirklich bisher ein leichtes Spiel, ein halbwegs leichtes Spiel. Muss sich jetzt hier keinem großen Angriff irgendwie entgegenstellen. Da hatten sie ja vorhin ein paar Problemchen. Und mittlerweile steht Kerolf in Punkt Nummer 2. Oh, interessant. Er hat sich wieder rausgezogen. Er hat halt nur kurz gesagt, hi, hier bin ich. Oh, jetzt geht's los. Die Rotation kommt rein durch den
kleinen Push hier auf die 2 wurde Izuba getriggert. Izuba geht jetzt los, sucht jetzt Raging Potato hier und jagen diesen. Das Ganze allerdings aus der Fahrt. Da kommt nicht so viel bei rum, aber Raging Potato dürfte gleich das Schlachtfeld verlassen. Insane steht aber da, um hier eventuell noch den ein oder anderen Schuss auf die beiden Izuba-Jungs zu bringen. Und auch die anderen Verbände der Ups-Leute haben sich ein bisschen weiter nach Norden verlegt. Aber Lukin und Andrew ziehen sich sofort zurück, haben den Köder gerochen. Und guckt euch das an. Creator und Kerolf gehen ins Leere. Oh, da ist Insane rausgegangen. Ich habe keine Ahnung wo, aber er ist in einem Stritzwagen vorgefahren. Das ist sehr, sehr bitter für Ups. Ups haben mittlerweile 3 Fahrzeuge verloren. Das ist sehr, sehr, sehr doof gelaufen. Und nun stehen sie hier mit einer weit geringeren Kraft, als Izuba sie hier aufbringt, im Angriff. Und das will man nicht. Na, das ist nicht gut gelaufen für Ups. Izuba hat sich hier nicht triggern lassen. Izuba hat sich hier nicht rauslocken lassen. Und Izuba kann hier ohne Probleme, wenn sie es jetzt einfach 2 Minuten noch durchhalten, den Sieg runterspielen. Sie haben mittlerweile beide nachgeladen, können jetzt hier nochmal ein paar Schüsse austeilen. Andrew und Lukin haben jetzt die Creator und Kerolf gegen sich, aber Kerolf und Creator können hier irgendwie die besseren Schüsse setzen. Sehr, sehr ungesund für die beiden Izuba-Badgets. Einer ist weg, der zweite folgt sogleich. Na, Kerolf, ja, geht rein. Ramming Speed, nein. Oh, er hat den letzten Schuss vermasselt. Das ist jetzt sehr, sehr ungünstig. Jetzt stehen sie sich gegenseitig gegenüber, können nicht aufeinander schießen, haben natürlich beide keine Hitpoints mehr. Er versucht durch einen Rammen und er holt ihn sich. Alter Schwede, Kerolf und Kamieta haben das Gefecht verlassen. Schön gemacht von Izuba hier. Und Frody steht jetzt hier Milosch gegenüber und Milosch kann einfach gar nichts machen gegen dieses Ungetüm. Ah doch, da oben, da ist der kleine Weakspot, ne? Das bisschen Spiegelei vor der Kommandokuppel. Aber auch da kommt direkt der Patton rein und damit ist Milosch weg. Ja, da war es nur noch Creator. Creator ist hier alleine. Creator holt sich jetzt noch Lukin. Das ist aber nur für die Statistik. Hier ist nicht mehr viel zu holen für ihn. Er könnte theoretisch das Match noch drehen, sollten die Gegner Fehler machen. Aber ich bezweifle, dass er noch so viel Munition dabei hat und so viel Zeit hat. Und Creator versucht jetzt noch die letzten 4 Schuss unterzubringen. Es bringt ja eh nichts mehr. Das Ding ist durch. Izuba geht wieder mit 2-3 ran an den Feind. Und wer zuerst 5-mal gewinnt, der hat das Match in der Tasche. Und Creator, ja. Na, mach's gut. Und da sehen wir schon Frohly mit seinen 4.325 Stritzwagen. Voll OP. Nerf! Please, nerf! Milosch konnte ein bisschen dagegenhalten, aber nicht mal ansatzweise. Ah ja, der Stritzwagen hat sich hier wirklich ja fast in Gold aufwiegen lassen. Für Izuba. Izuba konnte hier ohne Probleme verteidigen, aber nun müssen sie angreifen. Und ups, dürfte hier in der Verteidigung auch relativ deutlich stehen. Und mal gucken, ob Izuba da irgendwas Neues aus der Tasche zieht. Denn das von Ups hat ja eben nicht geklappt. Sie haben halt versucht, ein bisschen taktisch zu spielen. Sie haben versucht, die beiden da rauszuziehen. Die beiden Badgers hat nicht funktioniert. Izuba hat sich nicht triggern lassen, ist sofort wieder zurückgefahren. War die richtige Entscheidung. Und somit konnten sie ohne Probleme hinten im Wald campen und gewinnen. So. Also, Muruvanka. Match Nummer 2. Izuba im Angriff. Ups, in der Verteidigung. Und vorhin hat der liebe Daniel mit vielen Zahlen nochmal subscribed. 21 Monate. Daniel, vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. 21 Monate bist du eine absolute Veteranen-Kuh. Nochmal ein dreifacher Zippipmu auf den lieben Daniel. Dankeschön. Und natürlich für den Aal, für 500 Euro. Also heute, ne? Vorhin nochmal 499 und jetzt nochmal 500. Alter, du bist verrückt. Das, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist Wahnsinn. Dankeschön. So, an die Frage, ob Mailand mitspielt. Nein, Mailand spielt nicht mehr aktiv mit. Hat er ja letztens auch in For Golden Victory erzählt. Er hat halt wenig Zeit. Und
ESL, WGL, das kostet richtig viel Zeit. Ja, die ganze Zeit trainieren und so weiter. Deswegen, er ist Ersatzbank, er ist Ersatzspieler. Er trainiert auch ab und zu mal mit, aber halt nicht mehr so krass wie vorher. Und ja, so hat er auch ein bisschen mehr Zeit für uns. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Und insgesamt gab es diese Woche, beziehungsweise diese Season, einige personelle Veränderungen. Ne? Der Stefan XD ist zum Beispiel auch zu Go Hard gegangen, weg von Kasna. Und auch der Algo ist nicht mehr da. Ne? Der ist nicht mehr bei Ups. Und alles andere erfahrt ihr in For Gold in Victory bei mir auf dem Kanal. So, Isuba gegen Ups. Isuba hier als Angreifer mit Doppelmaus, WZ, Badget, Stritzwang, Doppel-Badget. Okay, interessant. Und auf Seiten von Ups als Verteidiger massig Badgets, ein T100, interessant. Ein Light in der Verteidigung, STB1, WZ, Maus. Oh, und beide Teams sind hier extrem aggressiv am Anfang. Wollten hier beide First Pick nehmen, haben es beide nicht geschafft, mussten sich jetzt hier auch zurückziehen, die Ups-Leute. Und Andrew pickt da ein bisschen fröhlich drüber, kriegt sofort eine gekillt. Ja, nicht so gut. Und jetzt muss Isuba hier direkt nachsetzen. Ne? Die Ups-Verbände sind alle im Rückzug. Wenn sie jetzt nachsetzen, können sie sich eventuell in eine gute Position bringen. Aber natürlich muss man das auch erstmal verarbeiten, ne? Und mal gucken, was Ups jetzt macht. Ups zieht sich jetzt erstmal wieder auf die Standardposition zurück. Camel Eater geht hier in seinen Busch. Und, ach Gott, Isuba ist ja noch komplett im Aufbau. Nichts mit nachsetzen. Die sind noch komplett im Spielaufbau. Da wird noch erstmal die nächsten Minuten nichts kommen. Sie gehen aber auf jeden Fall direkt in die Stadt. Das ist sehr interessant, denn sie haben gesehen, Ups hat die Stadt verlassen. Stehen jetzt alle hier hinten. Das könnte ein Push nach Norden werden. Über die 1-3, Combat und Angie stehen da nämlich komplett einzeln. Wenn Raging Potato, Kerolf und Co. hier jetzt direkt nach Norden ziehen, haben sie 2 Free Picks, ohne eventuell eine Badger zu verlieren. Ah, Combat ist offen. Sie wissen, dass sie da sind, aber Isuba sieht natürlich auch, dass der Angriff jetzt erfolgt. Jetzt kommt der Push. Wir haben hier 3 Badgets. Kerolf, Raging Potato und Creator, die jetzt hier über die Linie 1 gehen und sofort zieht sich Isuba zurück. Müssen sich komplett zurückziehen, aber damit ist natürlich auch der Schwung aus dem Angriff rausgenommen. Jetzt muss sich Isuba erstmal komplett dem Angriff da oben entgegenstellen. Mal gucken, ob sie es machen. Nein, sie rotieren nach Süden. Interessant. Also sie wollen die Badgets da oben überhaupt nicht abfangen. Sie lassen sie einfach ins Leere laufen. Gute Entscheidung. Und dementsprechend holen sie sich jetzt im Süden. Da steht aber Camel Eater. Und Camel Eater kann von dort aus sehr, sehr weit gucken. Und dem fahren sie jetzt direkt in die Arme. Insane und Milosh sind hier in Position, um direkt Jukic da unten zu bestrafen. Sollte er auch nur einen falschen Schritt machen. Jukic ist jetzt offen. Und dort steht der Frody in Cap 2. Also Isuba steht im Cap. Und wir haben 3 Badgets, die da oben ins Leere gelaufen sind. Mal gucken, was Ups jetzt macht. Sie ziehen Raging Potato ab. Beide anderen Badgets bleiben oben. Ah, was wird das? Nee, Raging Potato fährt wieder zurück. Wir haben jetzt alle 3 Badgets noch im Norden von Ups. Wird Ups da oben jetzt nochmal einen Push ansetzen? Weil jetzt könnten sie. Aber da stehen mittlerweile 3 Panzer, um den abzuwehren. Und wir haben einen Capper in dem Cap 2. Das ist sehr, sehr ungünstig für Ups. Ups muss natürlich nachsetzen. Und die da irgendwie vertreiben. Und dort fahren sie natürlich in stehende Kanonen. Von den Lukin-Maus und von der Tomasek-Maus. Und das ist sehr, sehr ungesund. Und sie haben noch nicht mal Sicht auf den Cap. Das ist sehr, sehr unschön. Sie haben noch 1 Minute Zeit. 1 Minute, um Froli da rauszukriegen. Und hier oben ist mittlerweile der Push im Gange. Sie haben den ersten Kill gemacht. Ungi ist raus. Den zweiten Kill kriegen sie nicht mehr. Combat zieht sich zurück. Und jetzt fressen sie. Jetzt fressen sie. Kerolf und Raging Potato kriegen hier ordentlich jetzt auf den Deckel von Andrew und Combat. Und Lukin macht auch mit. Ui, das war sehr, sehr bitter für Ups. Ups hat hier ordentlich an Hitpoints verloren. Hätten sie nicht machen müssen. Sie hätten sich einen holen können und sofort zurückfahren können. Aber sie wollten mehr, haben es nicht geschafft, haben ordentlich geblutet. Aber rein von den Hitpoints her ist es noch ausgeglichen. Sie stehen allerdings immer noch im Cap, die Superjungs. Und zwar jetzt mit 4 Panzern. Ui. Bleiben sie drin im Cap oder fahren sie durch? 2 Panzer sind im Cap. 56 Sekunden. Camille musste raus. Camille hat jetzt hier den Decap hingekriegt, aber nun stehen 2 bis 3 Panzer und sie jagen Camille. Camille ist raus. Damit haben hier keinerlei Panzer mehr, um den Cap zu sichern. Und gleich geht auch noch das Licht aus. Sehr, sehr unschön. Aber jetzt kommen die Badgets von oben. Insane gegen Tomasek hier. Maus gegen Maus. Oh je, Mine. Das kann auch eine Weile dauern.
Und hier unten Froley und Lukin stehen wie eine Eins im Cap, aber ne, die sind beide offen. Jetzt ist es nur noch eine Frage, wer kann besser schießen? Wem geht die Munition zuerst aus? Durch die Autoloader. Oh, Froley kriegt hier gerade richtig eins auf den Deckel. Und der Cap-Versuch ist auf jeden Fall gescheitert. Ups hat hier sehr, sehr gut reagiert. Tomasek hat das Schlachtfeld verlassen. Die Maus ist weg. Und die zweite Maus hat ebenfalls keine Chance mehr hier teilzunehmen. Froley ebenfalls. Oh, Isuba hat hiermit den Angriff definitiv an einer sehr guten Verteidigung von Ups verloren. Also Ups hat sich hier mit den drei Badgets wirklich nicht zum Narren halten lassen. Haben viele Hitpoints eingebüßt, konnten aber dann zum Schluss einfach durchziehen und einen Isuba-Spieler nach dem anderen rauszimmern. Oh, das ist echt gut gelaufen. Kann man nicht anders sagen. Ups wird dieses Match hier ohne Probleme mit nach Hause nehmen. Hier wird nochmal ein bisschen was ausgeteilt, aber Jukacek ist gleich raus. Jukic. Na, wo ist Combat? Combat kommt jetzt endlich auch mal in die Schlacht. Hat er noch Hitpoints ohne Ende, aber auf den hat irgendwie keiner geschossen. Da ist er. Und der stellt sich jetzt einfach nur noch dem Feind. Das ist jetzt nur noch für die Statistik. Da wird nicht mehr viel zu holen sein für ihn. Und da ist er auch raus. Ah, haben wir noch Andrew. Andrew macht das Gleiche. Vielleicht kriegt er noch einen Kill. Ja, Creator ist raus. Aber wir haben halt immer noch vier Kanonen, die hier auf Andrew wirken können. Und ey Gott, da fliegen die Hitpoints nur so in Sekundentakt. Raging Potato ist aber nochmal raus, konnte sich nochmal einen Kill organisieren, aber das ist alles nur, um die Statistik zu verschönern. Das Match hier geht definitiv an Ups und damit steht es 2:4 für Ups. Da hat Ups auf jeden Fall nochmal schön nachgesetzt. Und Ups muss jetzt nur noch eine einzige Runde gewinnen, dann gewinnen sie dieses Spiel, reihen sich damit in die wirklichen Gewinner des ersten Spieltages ein. Und da haben wir Decker mit 5.864 Schaden. Boah, das ist echt nicht schlecht für den WZ. Die Badget darunter alle mit 2,7, 2,6, 2,4, 2,3. Das ist normal, wenn man nur so 10 bis 15 Schüsse abfeuert. Man ist halt immer noch an den Reload gebunden. Aber ein WZ ist das nicht. Wenn der wirken kann, dann tut es richtig weh. Und wie man hier sieht, 5.864 Schaden ist schon eine Hausnummer für 15 Schüsse. 2 Kills dazu. Wow. Ja, ähnlich wie vorher, der Stritzwagen war es hier halt jetzt der WZ. Und als nächstes sehen wir die neue Map Sand River. Ja, Sand River ist komplett neu in der WGL. Und die Teams, ja, müssen sich darauf erst noch einspielen. Wir sehen sehr viel über Norden, sehr viel über die Mitte. Bin gespannt, wie es hier laufen wird. Zumindest in den letzten Tagen war es so. Über Süden ist fast gar nichts gelaufen. Also viel über den Hügel oben. Vielleicht sehen wir auch mal wieder eine Artillerie. Kann beides sein. Und in den nächsten paar Minuten müsste es hier losgehen. Da haben wir sie. Der eine Cap ist im linken Bereich, wo wir alle normalerweise starten, und der zweite Cap ist dort, wo wir bei den Spezialbattles, also Verteidigung und Angriff und so weiter, starten. Sehr interessante Wahl. Somit ist die Karte hier auf jedweder Art und Weise spielbar. Über links, über rechts, über Norden, über Süden. Ist echt eine schöne Wahl. 4 Caps. Und auf Seiten von Isuba haben wir hier ein extrem leichtes Setup mit Badgets, aber Badgets sind halt nicht dafür bekannt, dass sie sonderlich viel Gun Depression und harte Türme haben. Also wird das hier wohl auf einen Manöverkrieg hinauslaufen. Wir haben WZ, 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 2 Badgets und 113er auf Seiten von Isuba plus einem M48 Patton zum Snipern. Und auf Seiten von Ups haben wir massig Badgets und WZs, nichts anderes. So, Ups im Angriff und Isuba in der Verteidigung. Isuba muss beide Caps irgendwie im Auge behalten. Das macht man am besten über die Mitte und über die eigene Basis unten. Das kennen wir schon. Und über Ups, ja, mal sehen, was sie machen. Ne, das meiste ging in den letzten Tagen über die ABC-Linie oben rechts auf den Hügel. Und dann ein Push über die Mitte. Vielleicht machen sie es ja hier über den Süden oder über die Mitte. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall haben wir diese Karte noch nicht gesehen. Und sämtliche Teams müssen sich jetzt erst daran anpassen, neue Taktiken entwickeln, andere abschauen und gucken, was ist überhaupt möglich auf dieser Karte. Da gehört viel Übung dazu. Kann ich den guten Mailand verstehen, dass er keinen Bock mehr drauf hat.
Und das Schöne ist, hier gibt es relativ wenig Möglichkeiten, irgendwelche Lights zu boosten. Ja, das wird nichts. Man kann es mit HE versuchen, aber der Patton steht da oben wirklich sehr, sehr, sehr gut. Guckt euch das an. Er spottet mit der Kanone. Wie wir alle wissen, ein M48 oder überhaupt jeder Panzer in World of Tanks hat 3 Spotzonen. 2 oben auf dem Turm, einen vorne an der Kanone. Sollten diese etwas sehen, wird es weitergeleitet, alle 3 Sekunden ungefähr. Und deshalb reicht es, wenn man nur die Kanone rüber gucken lässt. Oder nur eine Kommandantenkuppel. Ja, man muss nicht den ganzen Panzer zeigen, wenn man spotten will. So. Creator Raging Potato versuchen jetzt hier ein bisschen Licht zu machen. Ist aber relativ schwierig, wenn man offen ist. Und da geht einem schon ein bisschen die Pumpe. Denn dort oben kann natürlich alles stehen. Und sämtliche Kanonen können auf einen zielen. Also hier einen ordentlichen Angriff hinzukriegen, ist gar nicht so einfach. Ne? Man kann es natürlich jetzt hier mit Kehrwolf und Decker über die Mitte versuchen, gleichzeitig mit den restlichen Verbänden über den Norden. Insane und Kemi Eater stehen im Süden, versuchen da Angi und wer ist es noch? Yukech rauszukriegen. Mal gucken, ob sie sie sehen. Sie stehen halt in der Basis zwischen 2 und 1 und verstecken sich dort. Interessant, beide Teams verzichten hier komplett auf TDs und auf Artillerie. Leichtes Setup, beziehungsweise heavy leichtes Setup, aber keinerlei stationäre Kanonen. So, jetzt heißt es erstmal hier, wo sind die Gegner? Na, das ist natürlich schwierig. Auf anderen Karten ist man so eingespielt, dass man weiß, wo die Gegner stehen, weil es einfach diese Standardpositionen sind. Und hier ist das noch nicht der Fall. Hier muss man wirklich jede Ecke irgendwie in Betracht ziehen. Da könnte einer stehen. Das haben wir noch nie gesehen. Vielleicht steht da einer. Und die Super steht mittlerweile sehr, sehr defensiv. Ne? Die haben hier beide Caps im Blick. Das war's auch. Sie haben nichts anderes im Blick. Sie haben nur die Caps im Blick, warten auch darauf, dass jetzt hier irgendwas passiert. Aber der Weg dahin ist komplett sichtfrei. Ne? Super sieht da tatsächlich absolut gar nichts. Außer ab und zu mal der Patton, der da hochgeglotzt hat. Der ist jetzt aber mittlerweile schon nicht mehr da. Und dementsprechend kann Ups jetzt hier einfach ranziehen. Guckt euch das an. Die halbe Karte ist nicht abgedeckt von Isuba und Ups kann jetzt hier einfach ranziehen, als wäre es nix. Ne, die können hier einfach durchfahren. Da haben wir den Kemi Eater, der jetzt hier im Süden aufgegangen ist, aber er hat natürlich auch den Angi gespottet und Angi musste da weg. Aber sie sind noch nicht sicher, ob da eventuell nicht noch mehr steht und da steht noch mehr. Kemi hat es nur noch nicht gefunden. So, jetzt haben wir hier Thomas Hecken Lukin gegen Kerolf Creator und Decker, die jetzt hier in einem Kampf Halldown gegen Halldown stehen. Das ist nicht so spannend, da wird nicht allzu viel passieren. Und den einzigen Schaden, den Isuba bis jetzt kassiert hat, war der M48, der da ein bisschen mit HE behakt wurde. Seine Kanone ist auch im Eimer. Und Kemi Eater hat sich mittlerweile an Punkt 1 rangetastet, hat auch den letzten Isuba-Menschen unten in der Basis aufgemacht. Das heißt, sie wissen auf jeden Fall, in der Basis unten auf Cap 1 ist nur einer. Und Kemi Eater steht da und könnte jederzeit cappen. Der Rest befindet sich jetzt hier in der Mitte plus Raging Potato oben im Norden. Und jetzt bin ich gespannt, werden sie hier rüber pushen? Werden sie jetzt hier einzelne Panzer rausmapsen? Ja, da sehen wir den Push. Insane geht rein, fängt sich die ersten beiden Schüsse, fängt sich die ersten 3 Schüsse. Jetzt geht's aber los. Und Tomasek befindet sich jetzt im Land der Schmerzen von allen Seiten. Da hat das Schlachtfeld verlassen, ist weg. Und Milosch, Creator, Kerolf und Decker gehen jetzt auf Lukin. Lukin dürfte ebenfalls gleich seinem Kollegen folgen und dann ist auch der zweite WZ hier nicht mehr existent, aber da gehen einige Schüsse daneben. Das ist sehr, sehr ungesund, denn so fliegen natürlich noch viel, viel mehr Kugeln in Richtung Ups, was man jetzt nicht unbedingt haben will. Lukin geht einfach nicht raus. Warum geht ihr nicht raus? Links kam jetzt Andrew noch mit rein. Andrew ist mittlerweile schneller raus als Lukin. Wow. Aber hier schönes Fokusfeuer von Ups, haben sich sofort auf ein neues Ziel eingeschossen und da ist Lukin auch endlich weg. Ja, Kerolf konnte da hinten nicht viel machen. Foley konnte nicht viel machen und Kemi Eater geht jetzt hier auf Jukech und Jukech hier Batchet gegen WZ111. Ja, wenn Kemi keine Munition mehr hat, muss er das weitersuchen. Er kriegt ihn nicht tot, er muss abhauen und jetzt wird er eventuell getrackt. Nein, er wird nicht getrackt, er kann einfach davonfahren und Jukech hat sich eigentlich nur ordentlich ein paar Kugeln eingefangen. Währenddessen sind hier auch noch die letzten paar verbliebenen Kräfte im Norden geplatzt und Isuba ist hier komplett auseinandergenommen worden durch einen sehr, sehr geilen Push durch die Mitte von Ups und Ups hat hier alles unter Kontrolle. Ohne Probleme können sie hier nach und nach den einen oder anderen Panzer wegräumen. Also, ihr seht schon,
Die Teams sind sich hier noch nicht ganz sicher, wie man hier eine gute Verteidigung aufbaut. Isuba hat es auf jeden Fall nicht geschafft. So, Cammy hat sich schon wieder mit Jukic da unten. Okay. Wow, der Schuss hier, der kam gerade eben von rechts. Aber gut, das war's. Ups, gewinnt 2-5. Und ist damit ganz, ganz oben dabei. Haben wirklich sehr viele Runden gewonnen, haben leider nicht alle Spiele gewonnen, aber das ist nicht weiter wild. Sie haben die ersten guten Punkte nach Hause genommen und stehen damit bis zu den Grand Finals jetzt schon mal in den ersten Punkten. Isuba dagegen nicht. Isuba hatte da ein paar Schwierigkeiten am ersten Tag. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob wir noch viel von denen sehen werden. Im Moment sind sie so auf der gleichen Linie wie die anderen neuen Mannschaften, die sich ja erst beweisen müssen. Wir haben ja eine neue Fame-Mannschaft, wir haben eine neue polnische Mannschaft und die sehen wir jetzt gleich.